Wenn man so viel unternehmen, was hast du heute schon alles erlebt, Frau Merkel? Oh, heute habe ich was Schönes erlebt. Heute war ich nämlich bei der Eröffnung von der Gamescom. Und da, ja, da habe ich gelernt, dass 2/3 aller jungen Menschen spielen und die Hälfte aller Erwachsenen. Ach. Und das war toll, nicht, Armin? Also, der, will ich sagen, der Anblick ist so toll und ich begrüße erstmal alle, aber ein Besuch lohnt sich bei der Gamescom, obwohl die mir gesagt haben, dass der immer sehr voll ist. Und ansonsten müssen wir besser werden in Deutschland beim Spieleentwickeln. Das haben wir auch noch gelernt, weil die Franzosen und die Briten fördern ihre Spieleentwickler mehr als wir. Und nun haben wir schon wieder eine neue Aufgabe. Was verwendet man denn, wenn mit dieser wunderschönen Stadt Münster? So, mit Münster verbinde ich viel. Natürlich vor allem, dass es eine Universitätsstadt ist, eine junge Stadt und dass sich darum das Münsterland entfaltet, dass ich tolle Kolleginnen und Kollegen habe aus dem Münsterland und dass ich immer sehr, sehr schöne Kundgebungen hier habe und deshalb freut mich auch heute wieder, Sie alle hier auf diesem Platz zu sehen. Und natürlich der Westfälische Friede und vieles andere, also historisch sehr bedeutungsschwer. Und jetzt muss man gucken, dass in 100 Jahren man auch noch über Münster im Jahr 2017 spricht, was da alles entstanden ist. Die CDU-Präsident, lieber Armin Laschet, sehr geehrter Herr Minister, lieber Karl-Josef Laumann, liebe Sibylle Wenning als die Lokalmatadorin und liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, liebe Jens Spahn, Anja Karliczek, Marc Hennig und Reinhold Singer. Genau, muss ich noch mal gucken. Und einer fehlt, der kann heute nicht, Frau Oberbürgermeister. Der ist verdeckt mir irgendwie, aber da ist er. Kennen wir doch gut, die Kameraleute stehen davor. Liebe Landräte und liebe frühere Kollegen Peter Paciorek, Ruprecht Polenz, aber vor allem Sie alle, die Sie heute gekommen sind zu dieser Nachmittagskundgebung hier in Münster. Ich freue mich, dass wir 33 Tage vor der Wahl miteinander noch einmal darüber nachdenken können, was denn am 24. September zur Entscheidung steht. Und Ihre Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich Ihnen vor, stehen Ihnen in den nächsten Tagen zur Verfügung, um natürlich Fragen zu beantworten. Wir machen Hausbesuche, wir versuchen, möglichst viele Menschen zu erreichen und zu überzeugen. Aber das alles soll nicht davon ablenken, dass der 24. September Ihr Tag ist. Das ist Ihr Tag, weil Sie am 24. September, und das passiert nur einmal in 4 Jahren, jeder und jeder auf diesem Platz die Möglichkeit haben, mit Ihrer Stimmabgabe darüber zu entscheiden, wie es in den nächsten 4 Jahren in Deutschland weitergeht. Und meine Damen und Herren, jeder und jeder auf diesem Platz hat ja eine ganz eigene Lebensgeschichte. Jeder hat andere Träume, Wünsche, Vorstellungen, Sorgen. Da gibt es die Älteren, für die ist es wichtig, dass sich ihre Enkel gut entwickeln können, dass sie selber ein ordentliches Gesundheitssystem haben, ein Pflegesystem vielleicht, wenn es notwendig wird, dass wir eine ordentliche Verwaltung haben. Da gibt es die Menschen, die einen Arbeitsplatz haben oder die selbstständig sind, die in einem Betrieb arbeiten oder in der Landwirtschaft und die einfach fragen, werde ich in 4 Jahren wieder so einen sicheren Arbeitsplatz haben wie heute? Da gibt es die Eltern von Kindern, die fragen, wie geht es weiter mit der Schule? Wie entwickeln sich die Möglichkeiten für unsere Kinder und Enkel? Hier gibt es die Studenten vielleicht auf dem Platz, die fragen, werden wir besser studieren können, kriegen wir einen Job, wie entwickelt sich Deutschland? Und wir wollen Ihnen Angebote machen, die jeder und jede für sich natürlich dann auch nochmal anschauen muss, was bedeutet das für mich, für ein Deutschland, in dem wir alle gut und gerne leben. Das ist unser Ziel.
all den Problemen, die wir noch haben, uns eigentlich relativ gut geht. Aber ich weiß und ich spüre es ja selber, die Welt ist in Bewegung. Manchmal denkt man, die Welt ist aus den Fugen geraten. Und wir wissen, dass sich vieles, vieles ändert. Einmal, weil wir Länder haben wie China, Indien, Korea, die aufsteigen, wo die Menschen auch im Wohlstand leben wollen und die natürlich mit uns im Wettbewerb sind. Zum Zweiten, weil wir spüren, wie die Digitalisierung unser Leben verändert. Ich habe eben von der Gamescom gesprochen. Virtuelle Realität. Das ist etwas, was wir bislang noch gar nicht kannten. Wir können heute sozusagen eintauchen, weg von der realen Realität in eine virtuelle Realität. Wenn Sie einmal überlegen, wie sich in den letzten 10 Jahren Ihr Familienleben verändert hat, dadurch, dass wahrscheinlich fast jedes Mitglied am Küchentisch inzwischen ein Smartphone hat, dass es gar nicht mehr natürlich ist, dass man sich beim Abendessen anguckt, sondern okay, alle können auch beschäftigt sein, indem sie auf den Smartphone gucken und gucken, ob sie eine neue Botschaft über die WhatsApp-Gruppe bekommen haben. Aber so ändert sich ja nicht nur unser Leben zu Hause, so ändert sich auch das Leben im Betrieb. So ändert sich das Leben in der Gesellschaft. So gibt es viele junge Leute, die gucken gar nicht mehr die Nachrichten, sondern die sind immer über das Smartphone unterwegs. Und diese Veränderung aufzugreifen und trotzdem zu sagen, auch in 4, auch in 10, auch in 20 Jahren wollen wir erfolgreich sein. Dafür werden in den nächsten Jahren die Weichen gestellt. Und ich will ein Thema nehmen. Das Thema der Automobilindustrie. Wenn man heute über Made in Germany spricht, dann ist man ganz fest dabei, auch über an die Autos zu denken. Weil unsere Autos Spitzenklasse sind. Aber da sind inzwischen grobe Fehler passiert in der Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie ist jetzt in der Verantwortung, diese Fehler auch wieder gut zu machen und richtig zu machen und dafür Sorge zu tragen, dass das Vertrauen in diesen Wirtschaftszweig wiederhergestellt wird. Das kann die Automobilindustrie nur alleine machen, meine Damen und Herren. Und dazu ist sie ja zum Teil auch bereit und wird das noch mehr sein. Aber wieder als Politiker, uns kann das nicht egal sein, was da passiert. Denn da arbeiten 800.000 bis 900.000 Menschen. Und diese Menschen sind zur Arbeit gegangen, die haben ordentlich gearbeitet, die haben alles richtig gemacht. Und wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass die nicht die Zeche zahlen für das, was da passiert ist. Und genauso müssen wir Sorge tragen dafür, dass all die, die sich im guten Glauben ein Auto gekauft haben, ein Dieselauto, wofür wir geworben haben, aber auch gesagt haben, das Dieselauto ist besser, weil es keine nicht so viele CO2-Emissionen hat, für den Klimaschutz besser, dass diese Menschen sich nicht betrogen fühlen, den Wertverlust haben, unter Fahrverboten leiden. Auch das ist eine Aufgabe, die wir nur mit der Wirtschaft gemeinsam bewältigen können, wo die Politik aber auch in der Verantwortung steht. Und es hängt davon viel ab, weil ja die Automobilindustrie nicht nur die Aufgabe hat, jetzt saubere Verbrennungsmotoren zu produzieren. Die brauchen wir noch für eine lange Strecke. Sondern gleichzeitig den Wandel zu neuen Antriebstechnologien. Elektroautos, wasserstoffgetriebene Autos voranzubringen, gleichzeitig auf die Digitalisierung zu reagieren und das autonome Fahren und damit viel bessere Mobilitätskonzepte zu ermöglichen. Und schaffen wir das oder schaffen das andere auf der Welt schneller? Und da stehen wir alle gemeinsam in der Verantwortung und das wird die Aufgabe für die nächste Zeit sein. Und deshalb ist die Christlich-Demokratische Union eine Partei, die redet nicht nur darüber, wie wir erworbenes, erarbeitetes Geld verteilen, sondern wir müssen auch darüber reden, wie wir Arbeitsplätze erhalten und mehr Arbeitsplätze schaffen mit neuen, modernen Technologien, damit Made in Germany auch in 10 Jahren noch ein wirkliches Markenzeichen ist. Ich bin sehr froh, dass hier eine wichtige deutsche Universität ihre Heimat hat in Münster, wo
wo viele junge Menschen studieren und daran arbeiten, dass die Arbeitsplätze der Zukunft nicht irgendwo anders entstehen, sondern in Deutschland. Und deshalb war mir vom ersten Tag meiner Amtszeit immer wichtig, dass wir viel Kraft in Forschung, Innovation und Entwicklung geben. Deshalb hat der Bund die Kosten für das BAföG übernommen, um den Universitäten und Hochschulen mehr Raum zu geben, damit diese Hochschulen auch genauso gut in der Forschung sein können wie die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, von denen Münster ja auch einige gute hat. Ohne Innovation. Ohne Forschung werden wir nicht mehr so viele gute Arbeitsplätze haben. Und deshalb können wir uns nicht einfach darauf ausruhen, dass es gelungen ist, in den letzten 11 Jahren die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Das ist ein tolles Ergebnis, aber dafür werden wir nicht gewählt, sondern wir sagen Ihnen, genauso wie wir in Forschung und Entwicklung in Zukunft investiert haben, in Bildung, so werden wir das und noch mehr in den nächsten Jahren tun, weil sonst Deutschland nicht mehr spitze wird. Und Armin Laschet und ich haben heute auch auf der Gamescom darüber gesprochen. Es geht ja auch um die Kinder, um unsere Schulbildung. Und schauen Sie, jeder hat ein Smartphone, die Kinder kennen sich am besten aus und die Jugendlichen. Aber in unseren Schulen hat sich noch nicht so viel verändert, wie sich verändern müsste. Und deshalb weiß ich, und ich will auch noch gar nicht rütteln, dass natürlich die Länder für die Schulpolitik verantwortlich sind. Aber in einer solchen einmaligen Zeit, die Digitalisierung ist ja ungefähr so etwas wie die Erfindung des Buchdrucks. Das ist eine Revolution. In solch einer Zeit müssen wir alle gemeinsam überlegen, wie wir die neuen Technologien auch zu den jungen Leuten bringen. Und deshalb kann der Bund an 3 Stellen helfen. Er kann erstmal helfen, in den ländlichen Regionen die Schulen an das breite Internet anzubinden. Zweitens kann er helfen, die Lehrer weiterzubilden. Das ist doch heute so. Die Lehrer haben vor 10, 20, 30 Jahren studiert. Da gab es keine Digitalisierung, da gab es kein Smartphone, da gab es kein Internet. Heute kommen die jungen Leute und sagen, was, das wisst ihr alles nicht? Das ist ja unglaublich. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir unsere Lehrer fortbilden, weiterbilden, einführen in die neuen Technologien, in die neuen didaktischen Möglichkeiten, damit unsere Kinder das lernen, was sie einmal brauchen in ihrer Zukunft. Und das ist eines unserer Aufgaben. Er hat sich sozusagen persönlich selber das Programm gekauft, mit dem er den Kindern Chemieunterricht beibringt, weil die ihm davon erzählt haben. Wir haben gesagt, so könnten wir das Periodensystem der Elemente etwas leichter lernen. Und dann hat er sich das angeschafft und dann hat er sich um die Genehmigung bemüht von der Schulbehörde, war nicht Nordrhein-Westfalen. Und, also ich will sagen, in Nordrhein-Westfalen ist wahrscheinlich alles besser oder wird alles besser, aber egal. Jedenfalls. Das muss Normalität werden und deshalb können wir von der Bundesseite her die digitalen Lehrinhalte zur Verfügung stellen in einer Cloud und dann können alle Schulen in Deutschland darauf zugreifen. Jedes Bundesland kann das so organisieren, wie es will, aber wir pflegen das und wir erneuern das immer und so, glaube ich, können wir Hand in Hand arbeiten. Das heißt, wir müssen in unsere Infrastruktur investieren, in unsere Bildung investieren und ein großer Schwerpunkt in unserem Programm für die nächsten 4 Jahre, das sind jetzt auch gerade diejenigen, die Kinder erziehen, das sind die Familien. Schauen Sie, wir von der Christlich-Demokratischen Union, wir glauben nicht, dass wir ihnen irgendwie sagen sollten, wie sie leben sollen. Das ist die individuelle Entscheidung von jedem Einzelnen. Und unser Ansatz ist, wir wollen möglichst vielen Menschen Chancen eröffnen, das, was sie sich selber für ihr Leben wünschen, auch verwirklichen zu können.
Und in Familien werden Dinge gelebt, die können wir per Gesetz sowieso nicht festschreiben. Zuneigung, Liebe, füreinander einstehen, in guten und in schweren Tagen. Völlig unmöglich, dass das der Staat verordnen kann. Und deshalb sind Familien etwas ganz Einzigartiges und deshalb müssen Familien geschützt werden und unterstützt werden, aber auch Raum haben, ihr Leben leben zu können. Und da wollen wir ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für die Bedeutung von Kindern in unserer Gesellschaft. Im Steuerrecht ist es ja heute so, dass jeder einen Freibetrag für das sogenannte Minimum für seine Existenz bekommt. Und das Interessante ist, die Erwachsenen kriegen deutlich mehr Freibetrag als die Kinder. Und wir wollen jetzt dadurch ein Zeichen setzen, dass wir sagen, unser Ziel ist, da werden wir gleich mit einem großen Schritt anfangen, falls wir wieder regieren können, dass wir den Freibetrag der Kinder genauso hoch machen wie den Freibetrag für Erwachsene, weil wir finden, dass die Investitionen in Kinder und was Kinder brauchen, genauso groß sind wie das, was Erwachsene brauchen. Das ist ein Zeichen für die Zukunft. Weil wir wissen, dass viele Eltern keine Steuern zahlen, wollen wir denen, die von diesem Freibetrag nicht profitieren, dann als Äquivalent, als andere Form der Unterstützung mehr Kinder geben. Das heißt also, alle Familien mit Kindern werden besser gestellt, haben mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und ich glaube, das ist ein richtiges und wichtiges Zeichen in einer Zeit, wo es um unsere Zukunft geht, meine Damen und Herren. Wir können dankbar sein und das ist Nachhaltigkeit im besten Sinne des Wortes,
wenn Menschen über Generationen sich um ihr Unternehmen kümmern. Und die dürfen wir nicht in Unsicherheit lassen, sondern denen müssen wir Sicherheit geben und sagen, danke, dass wir euch in Deutschland engagieren. Und wir wissen, das machen wir auch zum ersten Mal in unserem Regierungsprogramm, dass wir inzwischen ganz unterschiedliche Situationen haben in den Ballungsgebieten. Sie hier in Münster sind eine wachsende Stadt. Ihr Problem ist, wo kriege ich neue Wohnungen her? Wie kann ich den Wohnraumbedarf überhaupt befriedigen? Wie sind diese Wohnungen bezahlbar? Und andere Regionen in Deutschland, in denen leben ungefähr genauso viele Menschen wie in den Städten, die haben das Problem, dass Menschen Angst haben, werde ich im ländlichen Raum noch einen Arzt haben? Werde ich im ländlichen Raum noch öffentlichen Personennahverkehr haben? Kriege ich auch mal eine Anbindung ans Internet? Und wie ist das mit den Schulen für meine Kinder? Das heißt, ganz unterschiedliche Probleme in Stadt und Land. Und ich glaube, hier im Münsterland hat man ja sehr schnell beides. Und deshalb müssen wir auf unterschiedliche Problemlagen auch unterschiedliche Antworten geben. Denn in unserem Grundgesetz, da sind wir verpflichtet, für alle Menschen in Deutschland gleichwertige Lebensbedingungen festzulegen und zu schaffen. Das heißt also, für Münster muss ich dafür Sorge tragen, dass wir vielleicht Planungsvereinfachungen bekommen. Dass der Oberbürgermeister, ich gucke mir das mal an, was da mit den britischen Kasernen ist und dem Bund und seinem Vorbehalt, ich habe das alles gelesen, weiß nicht, was wir jetzt machen, dass die neue Wohngebiete ausbauen müssen, dass sie schnell bauen können, dass nicht alles ewig und 3 Tage dauert in Deutschland, denn die Familien warten ja wahrscheinlich auf den Wohnraum und wollen hier in Münster leben. Und vor allem, das müssen wir unterstützen, dass der Breitbandausbau vorangeht. Überlegen, wie wir mit Telemedizin eine ordentliche medizinische Versorgung haben. Gucken, wie wir medizinische Versorgungszentren in den ländlichen Räumen machen. All das ist das Problem derer, die im ländlichen Raum wohnen. Und wenn wir ein Deutschland wollen, in dem wir alle gut und gerne leben, dann müssen wir auch die Bedürfnisse aller auch angucken. Lassen Sie mich zum ländlichen Raum noch mal was sagen. Ich war heute bei einem Spielehersteller, da war ich echt verblüfft, man lernt ja jeden Tag dazu. Da gibt es ein Spiel über die Landwirtschaft. Wir kennen das alles von Ihnen? Super, es gibt nämlich 500.000 Stück sind schon verkauft in Deutschland. Muss ja irgendjemand spielen. Jedenfalls kann man da alles über einen landwirtschaftlichen Betrieb machen. Und das fragt mich wirklich nochmal zur Landwirtschaft. Meine Damen und Herren, wir wollen alle gerne regionale Produkte essen. Und gleichzeitig sind wir auf dem besten Weg, die Arbeit der Landwirte nicht mehr richtig zu achten. Aber beides geht nicht zusammen. Und deshalb müssen wir auch denen, die in der Landwirtschaft arbeiten, die im Übrigen Tag und Nacht, wenn sie Tiere haben, dafür da sein müssen. Da gibt es keinen Sonnabend, da gibt es keinen Sonntag, da gibt es keine Freizeit. Da muss man immer gucken, dass man vor Ort ist. Deshalb müssen wir denen genauso viel Achtung entgegenbringen wie allen, die in anderen Berufen arbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Stadt und Land zueinander halten, weil beides für unsere Zukunft wichtig ist.
wir ein Land sind der sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen vielen Menschen Arbeit geben. Wir haben die Arbeitslosigkeit halbiert. Und wir glauben, wir können sie noch mal halbieren bis 2025. Wir können uns nicht damit abfinden, dass immer noch fast 2,5 Millionen Menschen arbeitslos sind. Aber je mehr Menschen Arbeit haben, umso besser geht es auch für unsere sozialen Sicherungssysteme. Und wir brauchen ein gutes Gesundheitssystem. Und wir wissen ja, dass das auch nicht einfach ist. Der medizinische Fortschritt ermöglicht immer mehr. Und das ist auch gut und jeder soll daran Anteil haben. Aber dazu brauchen wir intakte soziale Sicherungssysteme und je mehr Menschen in diese Systeme einzahlen, umso besser ist das für unsere Zukunft. Wir brauchen ein intaktes Pflegesystem. Herr Josef Laumann war in den letzten 4 Jahren für uns der Beauftragte für Pflege. Er weiß, was für wunderbare und tolle Arbeit da geleistet wird. Bei denen, die zu Hause pflegen, bei denen, die in den Ambulanzen pflegen, aber auch bei denen und ganz besonders bei denen, die in den Pflegeheimen arbeiten. Er weiß, wie Menschen darunter leiden, dass sie oft nicht genug Zeit für andere Menschen haben. Und deshalb haben wir viel versucht, um Bürokratie abzubauen und um die Pflegetätigkeit besser anzuerkennen. Denn das ist wirklich Arbeit im Sinne der Menschen. Und das sind die eigentlichen Helden unserer Gesellschaft, die mit Menschen arbeiten. Krankenschwestern, Pflegekräfte, das sind diejenigen, die Kindergärtner und Lehrer, kann ich alles sagen. Und soziale Sicherheit aufs Engste zusammen. Und etwas, was natürlich in den letzten Jahren auch nochmal an Bedeutung gewonnen hat, das ist das Thema der Sicherheit. Freiheit ist schön, aber nur, wenn Sicherheit auch da ist. Und da haben wir die Dinge, die wir selbst beeinflussen können. Viele, viele Menschen fürchten sich zum Beispiel vor Wohnungseinbruch. Und viel zu lange haben wir da nicht genug getan. Die Aufklärungsraten sind miserabel. Und deshalb haben wir uns in der Koalition, es hat lange gedauert, um den Koalitionspartner SPD zu überzeugen, dafür eingesetzt, dass endlich das Strafmaß für Wohnungseinbruch so hoch ist, dass man nicht einfach wieder Bewährung geben kann und die Einbrecher morgen wieder auf freiem Fuß sind, sondern dass es eine Gefängnisstrafe ist, die man auch absitzen muss, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Und da wir ja wissen, dass Wohnungseinbrüche oft von kriminellen Banden begangen werden, nicht von Einzelnen, haben wir auch erreicht, dass man auf die Verkehrsdaten, heißt das, also auf die Telekommunikationsdaten zurückgreifen kann aus der Vergangenheit, damit man überprüfen kann, wie die da ihre ganzen kriminellen Handlungen aufbauen und welche Netzwerke da entstehen. Ich glaube, auch das ist absolut richtig. Wir müssen deutlich machen, dass wir die Täter zur Verantwortung ziehen und die Opfer schützen und nicht zum Schluss die Täter den Eindruck haben, ihnen geht es besser als den Opfern. Deutschland reagieren können, aber wo wir auch viel tun können und auch viel getan haben, das ist der islamistische Terror. Das ist etwas, was wir jetzt wieder in Spanien erlebt haben, in Frankreich, in Belgien, bei uns, in Großbritannien, man kann sagen, rund um die Welt. Das ist also eine Aufgabe, mit der wir uns alle auseinandersetzen. Und diese Aufgabe zeigt auch, dass wir international besser zusammenarbeiten. Wir sind auch auf die Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Großbritannien intensiv angewiesen. Alleine können wir diese Strukturen überhaupt nicht aufklären. Alleine können wir gegen den IS auch nicht kämpfen. Die Hauptarbeit in Syrien, im Irak wird hier von einer Koalition gemacht, an der sich viele, viele Länder beteiligen. Und deshalb ist die internationale Zusammenarbeit hier wichtig. Gerade auch die Zusammenarbeit innerhalb Europas.
Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen in den letzten Monaten ging, als die Briten gesagt haben, sie wollen auch die Europäische Union verlassen, als die Wahlen in Frankreich so knapp erschienen, dass nicht klar war, was kommt da raus. Ich glaube, als wir dann gesehen haben, was um uns herum in Europa los ist, in Syrien, im Irak, in anderen Ländern, dass wir doch überlegt haben, Europa, das ist doch etwas sehr Wichtiges für uns. Und deshalb haben wir seit langem in einem Bundestagswahlkampf auch wieder Europa-Plakate. Plakate, die sagen, Europa stärken, das heißt Deutschland stärken. Weil wir als Deutschland alleine für viele Dinge in der Welt nicht so stark eintreten können, als wenn wir das mit allen Europäern zusammen und gemeinsam tun. Europa ist für uns die Zukunft wichtig. Und ich spreche Ihnen aus Tage- und Nächtelang Verhandlungen eine Menge erzählen, wie mühselig Europa. Und wir wissen alle, dass wir uns schon über manche Richtlinien aus Europa ziemlich geärgert haben. Manchmal allerdings haben wir an ihrer Entstehung auch ziemlich gut mitgewirkt. Jedenfalls, trotzdem wissen wir, wenn wir nicht in Europa zusammenarbeiten, dann entstehen viel leichter Vorurteile. Wenn man einmal sagt, die Griechen sind so und die Italiener sind so und die sagen wieder, die Deutschen sind knausrig und geben kein Geld. Wenn einmal all diese Vorurteile wieder Platz greifen und wir nicht mehr miteinander sprechen, sondern nur noch übereinander, dann kommt ganz schnell Ressentiment, dann kommt ganz schnell Hass und aus Hass entsteht sehr schnell Gewalt. Solange wir in Europa zusammenarbeiten, leben wir beim friedlichen Kontinent und das ist so wichtig in dieser Zeit und deshalb nur für die Vorurteile. Das Jahr 2015, Anfang 2016, das war für uns alle extrem herausfordernd, als so viele Flüchtlinge kamen. Da mit Ihrem Oberbürgermeister da mehrmals drüber gesprochen. Und als erstes möchte ich mal sagen, danke all denen, die ehrenamtlich, hauptamtlich geholfen haben, bis heute helfen, damit diejenigen, die in humanitärer Notlage zu uns kamen, auch wirklich eine Aufnahme gefunden haben. Danke, das war ein gutes und tolles Stück Deutschland. Wir wissen, dass wir eine ganze Zeit damit zu tun haben mit der Integration, mit der Integration in den Arbeitsmarkt. Und ich sage auch jedem, auch vielleicht denen, die hier auf dem Platz sind, man muss die deutsche Sprache lernen. Wir haben eine Kultur des gegenseitigen Respekts. Bei uns gibt es Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Bei uns gibt es Religionsfreiheit. Das ist der Grund, warum wir ein Land sind, auch des guten Zusammenhalts. Weil wir tolerant sind, aber gleichzeitig sagen, zusammenleben können wir nur, wenn sich jeder auch an die Grundsätze unserer Verfassung und an unsere Gesetze hält. Und trotzdem wissen wir, ein Jahr wie 2015 kann und darf sich natürlich nicht wiederholen. Das heißt, wir haben Lehren gezogen. Was war der Grund, warum so viele zu uns gekommen sind? Der Grund war, weil wir uns nicht, und das ist nicht nur Deutschland gewesen, sondern viele, viele Länder einfach nicht gekümmert haben, dass Menschen in Jordanien, in Libanon, in Syrien, in ihren Flüchtlingslagern weniger als $1 pro Tag zur Verpflegung hatten. Weil die Kinder 5 Jahre oder länger keine Schulausbildung bekommen. Weil irgendwann die Ersparnisse der syrischen Familien aufgebraucht waren, weil der IS in den Irak kam und die Jesiden geschlossen als Volk vernichten wollte. Und auf all das haben wir nicht genügend Aufmerksamkeit gelenkt. Deshalb heißt für die Zukunft unsere Aufgabe, Ursachen von Flucht und Vertreibung bei Zeiten bekämpfen, Vorsorge machen, Partnerschaft mit Afrika,
Natürlich müssen wir die illegale Migration unterbinden. Wir können doch nicht zugucken, wie die Schlepper und Schmuggler Menschenleben in Gefahr bringen, einen Haufen Geld kassieren, damit wieder vielleicht noch Drogenschmuggel und anderes organisieren. Staaten müssen gucken, dass die Dinge legal laufen und nicht illegal. Und deshalb müssen wir gegen die illegale Migration alles tun. Dinge zu kriegen. Einfach zu sagen, das hat unser Land
Bundeswehr kümmern. Das ist eine der Aufgaben, vor denen wir auch stehen. Und meine Damen und Herren, das ist das, was ich Ihnen heute sagen möchte über unser Anliegen. Ich kann Ihnen weder sagen, dass wir alles richtig machen werden. Auch wir müssen immer wieder lernen in einer Welt, die sich jeden Tag verändert. Auch wir müssen immer wieder lernen, für unsere Interessen einzutreten, auch gegenüber anderen Ländern. Auch wir müssen immer wieder auf ganz andere und neue Art und Weise dafür arbeiten, dass wir in Frieden und Sicherheit leben, dass wir diplomatische Lösungen finden. Aber ich kann Ihnen sagen, zusammen mit Ihnen gemeinsam glauben wir, dass so wie wir es in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, wir ein lebens- und liebenswertes Land auch für die Zukunft gestalten.
genug Platz und kommen Sie vor allem gut und gesund nach Hause. Alles Gute für Sie.